Kamper. Und die erste Möglichkeit, und das ist das Tor! Vierte Minute, 1:0 Red Bull Salzburg. Und damit ist sehr viel erledigt. Da haben die Türken komplett verschlafen. Eine kleine Lücke. Vorstoß von Ulmer, Kampel und das 1:0 für Red Bull Salzburg. Super schnelle Aktion. Und da fliegen die ersten Gegenstände von den Rängen. Wir schauen nochmal hin. Ulmer macht viele Meter. Kampel geht und da ist auf Vorteil entschieden. So. Und Ulmer klärt. Noch eine Möglichkeit und da ist der Ball im Tor! Achte Minute Ausgleich. Und leider war es ein super Tor. Oh, das haben die jetzt schnell korrigiert, diesen frühen Verlusttreffer. Hier nochmal, so zur Mitte. Keut kommt nicht dran. Ulmer köpft weg, dann Keut und schauen Sie sich. Im Moment, aber hier Verwirrung. Da kann er den Ball nicht wirklich wegräumen, Ramay, und dann geht es sehr schnell. Toll gespielt und schauen Sie sich diese Ballbehandlung an. Der hat so einfach zu viel Platz, auch wenn das nicht viel ist, was er hier bekommen hat. Ulmer und Hinteregger kommen zu spät und müssen den noch enger begleiten hier. Ein derart torgefährlicher Mann darf nicht so viel Platz haben. Dirk Keut weiß, den kann er eben halb hoch hin. Aufgepasst, aufgepasst, wieder schnell gespielt. 3-1. Weber, 34. Minute. Alles korrekt, schnell gespielt, so auf Weber und mit einem schönen Heber erledigt er hier, wofür er viel Geld bekommt. Den Anschlusstreffer vor der Pause. Hier nochmal der schwere Fehler, den er dann selber ausputzt. Mehmet Topal am Schluss auf der Linie.